Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. So, beim letzten Mal habe ich offscreen schnell meine Level gemacht, wie ihr sehen könnt. Mal gucken so. Okay, jetzt gehen wir hier rein, denn ich habe vorher gesagt, dass hier noch ein etwas härterer Gegner ist, beziehungsweise zwei. Und die machen wir jetzt. Ja, sorry. Wow. Okay, das sollte nicht zu schwer sein. Ihr kennt diese Dinger wahrscheinlich noch aus dem Makalania-Wald, wenn ich mich jetzt nicht total irre, aber die haben auch gut Lebenspunkte hier. Mal sehen. Übrigens habe ich eine neue Attacke gelernt, wie unschwer erkennen können, und zwar Gemachga. Funktioniert das? Komm schon, bitte, bitte, bitte. Jackpot, denn Gemachga ist wie Gemach, nur dass es alle Gegner auf einmal trifft. Ist also extrem gut, aber halt nur, wenn es funktioniert. Ansonsten finde ich Haska halt eigentlich besser. Aber Gemachga erfüllt seinen Zweck im Moment auch. So, jetzt machen wir erstmal Holosiderit. Denn wir pfeffern jetzt einfach mal einen Gegner weg. Und ciao. So, das war der erste. Als nächstes wird der gute Freund dran glauben. Ja, wenn man halt eine Strategie hat und jetzt glücklicherweise, da ich Gemachga habe, sollte der Kampf auch nicht zu schwer oder zu lange dauern. 37 Punkte, ich bitte dich. Dafür lasse ich nochmal einen Feuerer raus. So, du gehst aber raus, weil ich habe keine Lust, deine Waffe zu wechseln. Und mit der bringst du nicht viel. So, gehst du erstmal rein, klaust ein bisschen. Und dann kannst du eigentlich auch schon wieder raus. Tut mir leid, Riku, aber physisch oder mit Magie kann sie einfach im Moment noch nicht mit den anderen mithalten. Eine weitere Sache, die ich gelernt habe, ist Panzerbrecher für Orin. Das ist eine meiner Lieblings-Abilities für ihn, und zwar schwächt das die Verteidigung des Gegners. Und nicht nur das, sondern auch wenn ein Gegner einen Panzer hat, wo man normalerweise eine Durchschlagswaffe braucht, kann man diesen Panzer mit dieser Fähigkeit entfernen. Ist also extrem geil, das heißt, dann kann man normal draufhauen und das bringt immer gut Schaden und deswegen finde ich das einfach so geil. Ihr seht ja auch, jetzt zieht er schon 802. Ich glaube, normalerweise hätte Walker so 650 bis 690 Schaden gemacht. Man merkt also einen deutlichen Unterschied. Einen klaren Anstieg an Schaden. So, jetzt haben wir das. Machen wir nochmal den Panzerbrecher, wieso nicht? Übrigens gibt es sowas auch für Magie, das nennt sich dann Geistbrecher. Das heißt, dass man dann mit Magie mehr Schaden machen kann. Aber das habe ich noch nicht. Es kommt, glaube ich, erst noch ein bisschen später. So, lassen wir Kimari auch noch rein. Ich glaube, der war noch nicht drin. Ja, okay, Orin hat auch keine Magie mehr, ist aber relativ egal. Nein, da ist jetzt Riku gut. Denn die kann heilen. Sie ist gerade mein Yuna-Ersatz. Obwohl, ach, du bist besser als Yuna. Ich meine, du heilst alle auf einmal und Statusveränderungen, ey. Die kann doch viel von dir lernen. Jetzt mal ehrlich. Und ne, noch ein bisschen. Kannst du nochmal klauen? Boah, geil! Das schaffst du niemals. Wie viel nimmst du eigentlich? Haha! Das war gut. Okay. Aber ich bin nicht hier drin gewesen, um... Ah, Moment, lass mich mal aber mal die Sachen checken, die ich da bekommen habe. Okay, dann hast du... Nee, dann nimm doch die. Das bringt jetzt zwar auch nicht so viel mehr. Aber wenigstens etwas. Und ich glaube, da war noch was für... War da was für dich? Nein, für dich. Nein, für dich. Ach, alles scheiße. Machen wir noch schnell die High Potions, denn außerhalb der Kämpfe können wir die Albed-Medizin nicht verwenden. So, zuallererst haben wir hier wieder mal so einen Kombi-Theorie, den ich aber nicht brauche, da ich nur noch einen eine Speicherung von Final Fantasy habe. So. Als nächstes haben wir hier eine Schatztruhe, die wieder ein Passwort fordert. Und zwar, seht ihr ja selber, einer Stelle, 10er Stelle, 100er Stelle und 1000er Stelle. Sofern man Albert lesen kann, sollte es kein Problem sein, das hier zu entziffern. 2 plus 1 für die 1er Stelle ergibt 3. 10er Stelle, 3 mal 1 ist immer noch 3. 100er Stelle ist 7 minus 1, das sind 6. Und 1000er Stelle ist 4 plus 1, das sind 5. Spezialspheroid. So, und des Weiteren, Überprüfung des Albed-Wissens. Sind Sie Albed? Ja. Wer ist der Sohn des Albed-Anführers? Das ist natürlich Brüderchen, für diejenigen, die es nicht wissen. Wo leben die Albed? Sie leben, wo wir gerade sind, Insel Bikanel. Und
Wie wird Albert auf Albert ausgesprochen? Albert? Hehe. Yep, nicht zu schwer. Die anderen Sachen sind halt nur zur Verwirrung da. Zum Beispiel, wo leben die Albert und dann steht da Oaka, weil, wie gesagt, wenn man die Sprache halt nicht lesen kann, dann wird es eher schwer sein, das Ganze zu entziffern. Aber da wir schon so viele Bücher aufgesammelt haben, ist es absolut kein Problem. Ich denke mal, das meiste kann man sich auch schon zusammenreimen. Jetzt gehen wir hier lang. Der Weg da oben hat nämlich nichts mehr. So, jetzt haben wir erstmal einen... Na? Wieso? Achso. Oh, jetzt passt auf. Diese Szene ist wirklich sehr, sehr besonders in diesem Spiel. This place done for. You're right. You're right, Waka. We all beg, we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and worked together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now, why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guano! What are they thinking? Okay, es kam gerade ein kurzer, nerviger Kampf, aber der hat die Szene nur unterbrochen. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch was viel, viel Interessanteres. Aber das kommt erst, wenn wir... Okay, da habe ich mich ein wenig geirrt. Da müssen wir erst noch ein paar Schritte weitergehen, aber dann... finden wir endlich die Wahrheit über die Reise der Auserwählten. Auserwählten? Warum? Das ist das falsche Spiel. Die Reise der Media aus. The Summoner's Sanctum is where we keep the Summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnapped them? I mean, if the Summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But Guardians are there for that. If Guardians do their job well, Summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Okay. Ich denke mal, die meisten wissen sowieso schon, was das zu bedeuten hat. Also ich denke mal, es ist auch nicht so schwer zu verstehen, falls man es nicht weiß. Aber für diejenigen, die es noch nicht wissen, werden... Ja, die werden es gleich erfahren. Keine Sorge. Und nein, ich mache hier jetzt keinen Schnitt und offenbare es erst in der nächsten Episode. Nee, so gemein bin ich nicht. Das machen wir hier und jetzt. Von daher... Ich denke, die Musik ist schon, ja, ziemlich eindeutig. Also, ich denke mal, selbst die, die es immer noch nicht wissen, die können schon was abschätzen. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us.
It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkand, they might defeat Sin. Yuni could, but then she... Yuni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then... If she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Yuni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Ich schätze mal, spätestens jetzt machen auch diese ganzen Sachen Sinn, von wegen, ich würde nicht wollen, dass sie jemanden aus Liebe heiratet, aus diesem Grund und so weiter und so fort. Summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves. Just so the rest of Spira can be happy, right? Choice. We all live in fear of Sin, you know that. A world without Sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power, even if it means our lives. Thank you.
Okay, ich wollte diese Szene auf jeden Fall nicht mit meinem Kommentar versauen, also darum bin ich ein bisschen steh geblieben. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, willst du schreien? Maybe. Nein, diesmal hilft das nicht. I really don't think that's gonna help this time. You know what? Also ist ja auch so eine Sache, ich meine, sie hätte ja bekommen zu ihm sagen können, hey, ja, und weißt du was, also wenn wir da sind, dann werde ich sterben, weil ich mit der hohen Beschwörung erstmal Sinn in den Arsch trete, aber so läuft das hier. Ich meine, sowas bindet mein ja auch nicht auf die Nase, nicht wahr? Aber ich meine, das muss schon hart sein für ihn, weil er hat ja wirklich gar keinen Plan bis zu diesem Moment und dann von heute auf morgen zu erfahren, dass der ganze Weg des Mediums einfach mal sowas mit sich bringt. Nun ja. Oh ja, das war sowieso das Beste. Mini-Dick! Sorry. Na, und ist irgendwem bei euch der Blick etwas durchsichtig geworden während dieser Szene von eben? Auch nur ein ganz kleines bisschen, das würde mich echt interessieren. Wenn ja, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare, weil das würde ich doch so gerne wissen. Nun denn, zurück in die Realität. I can't let her die. I'll find her. Nun denn, ich schätze aber mal. Moment, sorry, Flugzeug. So, und im Übrigen, hier gibt's noch ein Item, das sollten wir schon noch mitnehmen, wenn wir hier sind. Und zwar genau hier. Ja, ziemlich fies. Man könnte denken, hier ist nichts mehr, aber nein. 10.000 G sollte man mitnehmen. Aber ich mache hier jetzt erstmal noch einen Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Bis dahin.